sind die Schnecken hier. Hier, diese quietschenden, ekligen Scheißschnecken. Aber, ihr seht, die sind da eingesperrt. Das ist jetzt nur so zum Testen halt, dass man halt guckt, dass man nicht auf die drauf tritt. Ja. Geschafft. Hier könnten wir jetzt auch aufpassen, theoretisch. Aber wenn wir schnell sind, dann können die uns gar nichts. Yay! Hey! Bam! Hier haben wir das nächste. Geisterfallen sind Privateigentum. Fallen auszulösen, indem man sich daneben stellt und L2 plus X drückt, um die Mutantengeister zu befreien und die Tore zu öffnen ist streng verboten. Zuwiderhandelnde werden erschossen. Soulstorm Mining und Co. Ich frage mich, warum das gerade so verpixelt aussieht, aber ich konnte es trotzdem lesen. Ich hoffe, das ist nicht jetzt immer der Fall. Ja, halt einfach hier gegenschlagen. Bam! Und das war's. Ja, ne? Auf. Hab heute schon 3 Stunden dieses Spiel aufgenommen. Verzeiht mir, wenn ich heiser werde. Also, natürlich werde ich das, wenn es jetzt zu krass wird, dann werde ich natürlich aufhören, erstmal eine Pause machen, so. Aber, noch geht's mir gut. So, hier heißt es auch, wir können schnell sein oder, wir machen halt auf die ganz sneaky Art. Können wir uns aussuchen, aber ich denke mal, dass wir eher hier durchsneaken. Es ist auch immer so, sobald wir den Hebel... Nein! Ein Glück! Das war knapp. Das war knapp. Ist halt immer so, wenn ich jetzt den Hebel betätige, wo auch gerade der da drüber hängt, der fliegt, der hängt da über dem Hebel. Wenn ich den jetzt betätige, dann fällt der runter. Das ist richtig mies gemacht. Deswegen. Oh fuck. Nein! Oh. Ja, diese Slurks, diese Schnecken, ich hasse sie, ne? Das ist richtig schlimm. Boah. Also sie können uns auch nicht sofort töten. Ihr habt ja gesehen, die hauen mit ihrer Zunge so gegen uns. Aber das halten wir halt nur ein paar Mal aus und das war's dann. Scheiße. Oh Gott. Ich weiß, der fällt runter. Ja, das ist immer so. Na, wo gehst du hoch? Echt mal gucken, wie man das macht, ey. Hardcore. Schnauze! Nicht gedacht, dass wir so gut wie alles auf dem ersten Versuch schaffen. Aber hey, funktioniert auf jeden Fall ganz gut gerade. Befreie die bereinigten Geister, um die Macht der Unsichtbarkeit zu erlangen. Wenn du die Macht hast, nutze die Unsichtbarkeit auf sinnvoller Weise. Chante L1 plus L2, um unsichtbar zu werden. Aber nichts hält ewig. Ja, nichts hält ewig.
Das ist wahr. So, theoretisch gesehen würden wir sogar ohne Unsichtbarkeit durchkommen, aber wir müssen uns die erstmal hier holen. Befreien die... Hä? Doppelt gemoppelt hält besser, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Wir sind schon wach, oder? Ich weiß gerade nicht, wann setzt sie am besten ein? Ich weiß es ja nicht. Okay. Okay, okay, okay. Oh, oh. Alter. Dass sie alle hier sind schon. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sind doch gut durchgekommen. Boah, die hält sogar noch. Puh. Ich wollte echt nicht damit gehen, dass die alle da hängen, ne? Okay. Von Bild zu Bild. Die Musik, ich finde die Musik, für die Musik, egal in welchem Abschnitt, ist sie total passend. Oh. Yay! Zack, zack, zack. Also, wir sehen da einmal hier, wo ich gerade stehe, ist der sogenannte Paramite. Ne? Paramite. Und das hier ist halt der sogenannte Scrap. Und hier geht was zu lesen. Und dann werde ich euch noch kurz was erklären. Mudaken-Stammes Grabstätten. Mudanchi-Gruft. Bevor die Glackens kamen, waren die Mudanchi furchterregende Mudaken-Krieger, die den mächtigen Scrap zu ihrem geheiligten Symbol machten. Jetzt werden ihre Uraltknochen von den Scraps beschützt, die sie verehrten. Mudaken-Stammes Grabstätten. Mudumo-Gruft. Die friedfertigen Mudumo, die in den dunklen Wäldern von Ottfeld lebten, bauten mächtige Steingrabmäler und große Dörfer. Sie wurden von den Glackens verraten. Und nur ihre Paramites blieben da, um über ihre Geister zu wachen. Entschuldigt dieses manchmal abgehackte Vorlesen. Ich gebe mir halt Mühe, beim Vorlesen nicht zu stottern. Deswegen... ne, verzeiht mir. Also im ersten Teil, was so im ersten Teil, also es gibt halt zwei Tempel, den Scrap Tempel und den Paramite Tempel. In Ottfeld 1 war es so, man konnte sich aussuchen, mit welchem man anfängt, aber in Ottfeld 2, also hier, ist man quasi ja gezwungen, mit dem Scrap Tempel anzufangen, der meiner Meinung nach auch der schwierigere von beiden ist. Und der Paramite Tempel kommt halt direkt danach, also wir haben danach nicht noch Pause, also sobald wir mit dem Scrap Tempel durch sind, kommt irgendwie zwei Bilder oder so und dann kommt direkt der Paramite Tempel. Deswegen auf zum Scrap Tempel. Yay. Oha. Grüne Flaschen, Secret. Ich wusste es. Oh, was war denn hier für ein Secret? Oh Gott. Was war das? Ich weiß es nicht. Oh nein. Laber nicht. Was? Kacke. Oh Gott. Fallen lassen ist tot. Hochgehen ist genauso tot. Oh Mann. Oh Mann.
Mann! Heilige Scheiße. Nein! Aber ihr habt gesehen. Das da unten ist zum Beispiel ein Sneak, der schießt sofort. Und der da oben auch, habt ihr gesehen. Die haben sofort geschossen. Die haben gar nicht erst gesagt, keine Bewegung oder was. Oder die sind da sofort, bam, bam, tot. Schießen. Es gibt halt Sneaks mit verschiedenen Aggressionsgraden. Das ist schon scheiße. Ach, ich gehe immer einen Schritt zu... Okay, jetzt weiß ich muss, irgendwie einen Schritt. Ich muss rennen. Und dann irgendwie einen Schritt. Kacke. Boah, übertreib halt, ne? Jetzt hänge ich da, toll. Quick save. Oh, nice. Das hab ich nicht gesehen, das war gut. Oh Mann. Okay. Nix was. Oh Gott, oh, in Kreta oder Greta. Kreta. Heilige Scheiße. Den machen wir aber. Machen wir ihn platt oder was? Wir müssen ihn platt machen. Oh Gott, ist das gemein. Lol. Ach, ich muss sie deaktivieren. Übertreib halt. Okay, das war gut. Das war Glück. Übertreib halt. Geht das? Ich weiß es nicht. Ah, shit. Komm, mach dein Ding mal nach vorne. Arschloch. Perfekt. Boah. Nein. An die Arbeit. So einmal. Nein. Hey. An die Arbeit. Schlafen beide. Ach so, krass. Beide die Freiheit. Okay, 80 Freiwillige in der Kaserne. Das ist auch ein Brunnen. Was will ich denn zurückgehen? Ich trottel. Und tschüss. Okay, hätten wir das. Ich habe Angst, jetzt dahin zu gehen, ne? Ich habe Angst, ich habe was vergessen. Aber eigentlich haben wir nichts. Nee. Na dann auf zum Scrap. Tempel. Neue Mucke. Bam, bam.
Leute, ich mache hier an der Stelle jetzt erstmal einen kurzen Cut, deswegen würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.